6 Meter Kastenwagen von Hobby. Vantana heißen sie. Der hier heißt wie? Leo Riedel ist mein Name. Ja, und der Wagen? Achso, das ist der Vantana On Tour Edition, der K60 FT. Ein Sondermodell. Was ist denn da ganz besonders? Das Navigationssystem mit Rückfahrkamera, die SAT-Anlage vollautomatisch inklusive TV und Halter. Kastenwagen, nochmal ganz kurz zum Thema. Das sind Menschen, die was Sportliches haben möchten, nicht so direkt zu diesem teilintegrierten Wohnmobil-Look. Ja, genau. Und die auch was Alltagstaugliches haben möchten, dass sie es halt überall geparkt kriegen, das Fahrzeug. Städtetouren, auf dem Campingplatz, Stellplatz, man kann alles mitmachen. Genau, Allrounder. Die Leute wissen, man hat ein bisschen weniger Platz, oder, mit dem Kastenwagen? Ja, aber man ist deutlich flexibler vor Ort und Stelle. Warum? Weil der halt schmaler ist, hier in der Länge jetzt bei 6 Meter sehr kompakt. Also den kriege ich auf jeden Verbraucherparkplatz geparkt. Ach genau, man könnte auf dem Lidl, Aldi und so weiter mal, wenn man spät nachts ankommt, weiß darf man nicht, aber ich sag mal, wenn man morgens die Brötchenfrüchte kauft. Ja, fällt das nicht so auf. Fällt das nicht so auf. Hier vorne steht 62.339 Euro. Hobby, erzähl mal, was ist Hobby? Hobby ist ein norddeutscher Hersteller, der ja, in privater Hand ist, beim Herrn Strewski. Inhaber geführt. Genau, Inhaber geführt. Ja, die Qualität ist gut? Die ist sehr gut, ja. So, wir zeigen das mal gerade. Das ist jetzt ein Jumper dran, 140 PS, ein 6 Meter Auto. Die 140 PS, das ist, glaube ich, gut motorisiert für die 6 Meter Varianten. Ja, ganz klar. Das reicht aus, vollkommen, um mit dem Verkehr mitzuschwimmen, um auch zu überholen. Das reicht völlig aus. So, der ist ein bisschen länger hier auf der rechten Seite? Der ist etwas länger, der ist 6,36 Meter. Der hat übrigens eine graue Lackierung. Kriegt man die auf Wunsch auch? Ja, eine Metallic-Lackierung kriegt man auf Wunsch. Okay, kriegt man. So, Vantana On Tour Edition von Hobby. Man kann ganz viel erweitern. Ihr habt eine eigene Werkstatt, man kann Sachen nachrüsten. Solar könnte man nachrüsten? Solar, Lithium, ja, ein Wechselrichter. So, hier vorne, die haben eigene Fenster von Polyplastik, ein bisschen außergewöhnlich. Oft wird ja eingebaut Dometic-Fenster, Salzfenster und so weiter. Die haben sich bewährt. Ja, die haben sich definitiv, die haben sich bewährt bei Hobby und ja. Hier vorne sieht man, dass das Milchglas drunter, da ist das Bad. Da ist das Badezimmer, genau. Ah ja, dass keiner reingucken kann. Dann ist das hier ja quasi ein Fiat Ducato-Chassis, so muss man sagen. Das heißt, alle Heckträger, alle Zubehörteile passen auch hier. Die sind passgenau, der Citroën, der Peugeot oder der Fiat Ducato. Das heißt, auch diese Elemente sind alle an der gleichen Stelle? Die sind identisch, ja. So, auch Rahmenverlängerungen würden auch gehen? Ja, eine Rahmenverlängerung für den Träger meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, genau. Das würde auch gehen. Zuladung, was hat der ungefähr? Knapp, 600 sogar. 600? Mhm. Okay, fragen Leute nach Zuladung? Ja, klar. Das ist mit einer der ersten Fragen. Das hat sich. Kann ich da noch was mitnehmen? Genau. Dann ist ja so, das ist ja ehrliche Zuladung. Das heißt, der Fahrer ist da schon mit drin. Da ist der Kraftstoff schon fast voll. Ich glaube, der Wassertank, was ist da drin? 20 Liter und eine Alugasflasche ist damit eingerechnet. Ja, die Markise ist auch nicht so hässlich, denn sie ist aerodynamisch genau ins Fahrzeug angepasst. Genau, sieht toll aus. Eine Aufdachmarkise von Thule, die 6,3er. Und ja, die steht nicht im Weg, die steht nicht ab. Und ich finde auch die schwarze schön. Also man hätte eine weiße nehmen können, aber das passt als Kontrast zu dem Auto sehr gut. Genau, das passt zum Kontrast mit, mit der Stoßstange und mit den Felgen. Harmoniert das sehr gut, auch mit der Folierung, die man hier gewählt hat in schwarz. Ich glaube, hier darf ich die Türen nicht ganz aufmachen, oder? Wegen den Fenstern, oder doch? Doch, das können sie aufmachen. Ja, zeig mal. Das war hier die Türen, denn die haben eine Sperre üblicherweise mit drin. Ich kenne das nur, dass man da auch gerne mal die Türen kaputt macht. Ich sag mal Stopp, wenn es nicht geht. Es, krass, es geht. Denn ich habe schon erlebt, die haben die Türen aufgemacht, denn es gibt Fenster, die decken nämlich das ganze Fenster ab. Hinten, das habe ich gesehen, so okay. Rahmenfenster, ja. Die drauf sind. Wenn du dann aufmachst, dann macht es einmal Knack und das Fenster ist kaputt. Hier okay. Geht's. So, dann Querschläfer. Hier ist ein Querschläfer mit einem ziemlich breiten Bett, fast 1,60 Meter im oberen Bereich und an den Fußbereich 1,40 Meter. 6 Meter Auto, der ist unter 6 Meter, ja. Das ist ein Thema. Thema Fähre ist, glaube ich, nicht das große Thema, weil so oft wird nicht Fähre gefahren, aber auf der Fähre bringt es auch viel, oder? Ja, klar. Auf der Fähre bringt es das, da kostet jeder Meter mehr und der Sprung von 6 auf 7 Meter ist dann schon spürbar. So, hier vorne, auch das kann ich hochklappen. Das haben wir schon in anderen Videos gesehen, da ist ein richtiges Lattenrost drunter, eine ordentliche Matratze. Das ist hier mit dabei. Auch die Verarbeitung, da gibt es ja Welten an Unterschieden. Also wie zum Beispiel Wärmedämmung ausgeführt ist, alles so von den Schrauben und so weiter. Das ist gut gemacht? Ja,
Wir haben hier auch an höchster Stelle wieder die Wärmedämmung. Wir haben auch von den Schraubdübeltechnik alles hier auch schön zu sehen mit dem Riffelblech schön verkleidet auch. Und dass das drin ist. So, hier vorne haben wir Zoösen mit drin, wenn denn doch mal was Schweres transportiert werden soll. Das Ganze kann man kurz hochklappen, nur mal andeuten, wie das geht. So, das kann man hochklappen, oben dann arretieren. Die Matratze macht man rüber denn? Kann man da oben arretieren, die Matratze nimmt man weg. Gut, dann haben wir Leselampen hier mit drin. Das ist echt ein großes Bett. Ja. Also ich bin ganz beeindruckt, weil die 6 Meter, haben die auch einen 45er eigentlich bei Hobby? Nein, die haben keinen 45er. Geht los bei 6 Meter? Genau. Okay, so jetzt gucken wir mal rein. Da ist die Gasflasche sind da drin. Genau, das ist auch ein Highlight bei den Kastenwagen. Das gibt es eigentlich so im Vergleich. Mit Schiene? Nicht. Mit Schiebefunktion. Das heißt, ich kann das schön beladen. Das ist ja gar nicht so schwer, eine Schiene einzubauen. Aber ich denke, die Serienhersteller, das ist alles immer viel Arbeit. Hier hat man eine Schwerlastschiene reingemacht. Aber die machen es. Das ist echt gut. So, auf Wunsch Duo Control? Genau, auf Wunsch kann man Duo Control. Da ist auch die Vorrichtung. Da wird auch die Fixierung ist dafür vorgesehen, dass man das auch umrüsten kann auf Duo oder auf Mono Control. So, lass das alles mal auf. Wir gehen mal rein. Denn hier hinten sieht man auch, also dass man hier mal dagegen kommt. Da ist die Verdunkelungssysteme, das ist ordentlich gemacht. Dass man das sieht, dann hier ist der Tank auf der Seite. Tankvolumen? Tankvolumen ist auch 95 Liter Frischwasser. Frischwasser. So, Zuziehhilfe, könnt ihr sowas später nochmal ergänzen? Nein, aktuell nicht, nein. Das ist schwierig. Also die Bauteile sind nicht verfügbar, oder? Genau, die Bauteile sind nicht verfügbar und es ist noch relativ frisch und aktuell auch nur bei Fiat. Bei Fiat. So, hier oben ist eine LED-Lampe dran. Du hast sie angemacht, freundlicherweise, wie du alle Lampen, glaube ich, angemacht hast hier. Genau. Ihr habt ein tolles System, ich zeige es mal gerade. Du kannst auf Knopfdruck sehen, wo jedes Auto steht. Genau, wir haben zwei große Monitore am Eingang und da kann sich der Kunde erstmal sein Wunschfahrzeug suchen. Wenn er es gefunden hat, kann er es dann auch orten und auch gezielt... Selber orten? Genau. Er kann eine App runterladen oder wie? Genau. Da kannst du auf der App bei uns hier sehen, ja. Das ist ja krass. Ja. Cool. Ja, schön ist der Kühlschrank direkt am Eingang. Das heißt, wenn du draußen bist, kannst du den einfach öffnen. Habe ich jetzt gesehen, mit abgesetztem Bedienteil sogar. Das brauchst du hier aber nicht, weil der ist so hoch, dass auch der Kühlschrank ordentlich Volumen hat. Genau, also ich habe hier die Bedienbarkeit von innen und von außen, weil er doppelseitig angeschlagen ist. Zeig mal bitte. Das heißt, man öffnet einfach, geht doppelt auf, Gefrierfach mit drin, ein Kompressor. Im Kompressorkühlschrank, genau. Das heißt, ich habe immer, egal in welchen Temperaturlagen ich unterwegs bin, gerade in den heißeren Tagen, die wir jetzt ja schon erleben durften, habe ich immer was Gekühltes da. So, komm, wir gehen mal rein. Du setz dich mal bitte in die Sitzbank rein, denn die ist leicht angewinkelt, dass man bequem sitzt. Das heißt, der Rücken ist nicht kaputt nach einer langen Fahrt. Auch hier habe ich eine Rückenlehne, die ist angewinkelt. Und sitzt da nicht. Das ist wichtig. Das wäre aber jetzt eine Sitzbank, sage ich mal, zwei Kinder, aber eine erwachsene Person. Oder? Eine erwachsene Person. Eine erwachsene Person. Dass man sieht, hier Schaltgetriebe mit drin. Der hat eine schöne Ausstattung mit drin, das Pioneer mit drin. Kann man das erweitern mit dem entsprechenden Display vorne, das Head-Up? Nee, das kann man jetzt ab Werk nicht erweitern. Das gibt es aber sonst im Zubehör von Pioneer und das könnten wir dann hier nachrüsten. Das kannst du nachrüsten. Ja. Also das habe ich gesehen bei anderen Fahrzeugen, das Setup-Display, das wäre nachrüstbar. Das kann man auch hier anschließen an das Radio? Genau, das ist harmoniert zusammen und das kann man dann auch anschließen. So, Motorleistung ist da, Schaltgetriebe mit drin, Touchlampen, das ist auch interessant, hier sind Leselampen mit drin, einfach nur antatschen, dann gehen sie an. Dann hast du eine riesen Küche, das ist mir direkt mal aufgefallen. Klar, wir sind auf 6 Meter, aber die Ablageflächen, du brauchst keine Arbeitsplattenerweiterung, weil du so viel Platz hast. Es ist auch schön lichtdurchflutet, ne? Ich habe jetzt keinen stehenden Schrank noch, der das Ganze nach hinten aus verjüngt, sondern das ist offen gestaltet und das kommt sehr gut an bei den Interessenten. Ich glaube, das Raumgefühl hier ist enorm, oder? Ja. Dadurch, dass du hier jetzt nicht noch irgendwas dazwischen hast. Gut, da fehlt natürlich dann der Schrank, aber der Kühlschrank ist hier vorne drin. Der Kühlschrank ist hier vorne drin. Ich habe aber trotzdem genügend Staufläche einmal hier ringsrum. Und auch hier wieder Kleiderschrank zum Hängen. Klein, aber fein. Das ist natürlich auch toll für Leute, die unterwegs sind, auf Montage zum Beispiel. Oder irgendwelche Leute, die, ich sag mal, irgendwelche Beratungsjobs machen. Da wird das auch mal genutzt? Habt ihr so Kunden? Ja, da haben wir sogar welche. Wir haben auch viele, die auf Montage arbeiten, also auch dann handwerklich. Mhm. Oder halt auch Ingenieure, die ihre Besprechungen auch hier anhalten. Die haben dann irgendwie riesen Bauprojekte, wo, ja, das ist im Nirgendwo das nächste Hotel,
ist auch... Die wissen nicht, wann sie ankommen nachts, sondern genau, wann der nächste Job losgeht, und da ist man sehr flexibel. Und so sind sie dann an der Baustelle, können ihre Pläne ausbreiten, können hier ausarbeiten. Das machen. Das, also man kann das sogar absetzen. Die Mehrwertsteuer ist ja ausweisbar. Genau. Da kommt es. Piezo-Zündung, zwei Flammen Kochfeld. Genau. 100 Liter, sagst du, ist 100 Wasser? Liter, genau. 100 Liter Abwasser, was ist da? Da sind wir bei 90. 90 Liter Abwasser. Das wird gesammelt. Das kann man ablassen. Dann hast du viele Töpfe und so weiter, die reinmachen kannst. Hier unten ist noch so ein Band. Das ist ganz witzig. Hier kann man, denke ich mal, Zeitung oder eine Broschüre reinlegen. Das iPad. Aber auch hier habe ich tiefe Fächer. Echt schön gemacht. Das graue Holz. In der Optik. Ist auch sehr unempfindlich. Was da für eine Schublade, die kleine? Die kleine hier. Ah, Besteck. Ja, Besteck haben wir hier. Besteck hast du da. Besteck haben wir sogar hier. Okay. Also kann man da kleinere Utensilien dann. Süßer Fernseher, Teleco, der hier eingebaut ist. Ja, aber auch der ist serienmäßig. Fix und fertig vorbereitet. Genau. Sat-Anlage, drückst auf den Knopf und geht. So ist es. Das funktioniert immer. Das funktioniert, wenn keine Bäume in den Wegen sind. Ja. Ja, aber viele haben ja so Sticks, auch die kann ich einstecken in den genau. Fernseher. Die haben genau. Ich habe die Vorrichtung hier, die HDMI oder auch diese Karte, die es ja gibt bei Sky zum Beispiel. Die kann ich hier auch verwenden. Wir sind bei Fairegge und Wels in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf. Das Ganze ist wo ungefähr verortet? Zwischen Hamburg und, kann man das so sagen? Nee. Also wir sind zwischen, aus den nördlichen Richtungen, halt zwischen Oldenburg und Münster. Hm. Da liegen wir dazwischen. Hamburg so zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb Stunden, gute zweieinhalb Stunden, ja. Köln, wie lange war es? Köln, ähnlich. Zweieinhalb Stunden, also ja. Zwischen Köln und Hamburg so irgendwo. Aber ihr habt eine neue Autobahn, die ist ziemlich cool, die A33, die durfte ich selber ausprobieren. Ja, die ist sensationell. Ich glaube, vorher war es schwieriger, oder? Das war sehr schwierig. Also man hat in einem Ort eine Stunde verloren, weil man durch den ganzen Ort fahren musste. Und 30 nehme ich an. Und Blitzer. Blitzer, ja. LKWs ohne Ende, okay. Ja, Ampel. Wie? Also wenn ihr herkommen wollt, es geht viel schneller jetzt über die A33. Das ist ein Genuss. Das ist das Bedienfeld? Also das Bedienfeld von Hobby, was auch über eine eigene Hobby-App funktioniert, die kann man sich dann runterladen und das Fahrzeug dann per App steuern. Genau, das ist Serie. Oh, und dann haben wir Truma iNet Ready. Die Truma kann ich nicht steuern über das Bedienfeld? Kann ich steuern über das Bedienfeld. Ich kann das halt über die iNet-Box dann nochmal auch fernsteuern. So, auch hier ordentliche Beschläge mit drin. Wir gucken uns mal das Bad an, denn das ist ja ein wichtiges Thema. Die Heizung ist hier unterm Sitz eigentlich? Nein, die Heizung ist hier nicht unterm Sitz. Hier ist der Wassertank. Darf ich mal reinschauen, das zum Öffnen? Nee. Ja, ich habe ja gesagt Bad, war mein Fehler. Ah ne, Heizung. Heizung, okay. Heizung, muss ich mich gucken. Der Wassertank war ja rechts hinten. Wassertank ist hinten. Darf ich zur Ehrenrettung sagen, wir haben jetzt, glaube ich, 20 Fahrzeuge gefilmt zusammen. Und die Fahrzeuge unterscheiden sich in Nuancen, muss man sagen. Richtig. Wo war denn der Tank nochmal drunter, bei welchem? Das überlege ich mal gerade. Beim Teilintegrierten genau. War der Tank drunter. Genau. Du machst das seit 8 Jahren jetzt? Seit 7 Jahren jetzt. Ich verwirre dich aber immer. Sehr cool. Ja, aber nee, weil die Leute jetzt sagen, wow, hatte keine Ahnung oder so. Nee, Quatsch. Alles gut. So, jetzt sieht man hier, das ist das Bad. Erklär mich mal auf. Dusche? Genau, die Dusche habe ich hier drin. Das heißt, den Deckel nehme ich raus, habe dann die Vertiefung und habe dann die Duschwanne da drin. So, hast du ein sehr geräumiges Kompaktbad, was hier auch wiederum mit einem Vorhang funktioniert. Und ja, habe eine schöne Beinfreiheit von der Toilette aus hin. Hm. Ist übrigens mein Favorit, der Vorhang. Weißt du warum? Erzähl. Klappert nicht. Das ist so, du hörst alles. Und diese, ich sag mal, Vorhänge oder diese festen Duschtüren, wenn die da sind, die musst du richtig verspannen. Genau. Ansonsten fangen die an zu klappern. Und so einen Vorhang, den kannst du einfach reinigen, kannst die Waschmaschine stecken, kannst neu kaufen. Das ist bei den Sachen, du kennst Kalk, kennst du, okay. Und dann ist immer dreckig. Und klar. Also Leute sollen nicht so schimpfen über den Durchvorhang, weil die immer sagen, oh, ein Duschvorhang. Ich habe selber einen zu Hause. So sieht's aus. Das Klo ist eine große Kassette? Hier drin? Genau, hier ist eine relativ große Kassette drin. Das ist eine Tedford. Das ist eine relativ breite, so vom Volumen dann. Ist hinter dem Spiegel noch Platz eigentlich? Das können wir mal eben schauen. Ich glaube, ja. Ja, ein großes Fach mit drin. Was mir auffällt, das ist so ein Gussteil hier drin. Das ist alles nochmal hier verfugt. Das heißt, auch hier ist Klappern wahrscheinlich sehr selten. Genau. Wenn das alles nochmal hier mit Fugen ausgeführt ist. Auch die Fugen, das ist schön gemacht. Weil das ist ordentlich gemacht, ja.
Da wusste jemand, wie man fugt, ja. Klar, jetzt werden die sagen, selbstverständlich, aber was ich schon an Fugenbildern gesehen habe, da muss ich wirklich sagen, das ist richtig schlecht und hier ist es sehr gut gemacht. Das ist toll. Klar. So, ja, jetzt sagen die, Mensch, Fugen ist ja ganz normal, aber wir reden ja darüber, über Details bei Kastenwagen, weil von außen sehen sie leider alle gleich aus, oder? Genau, also wir haben ja, oder jeder Hersteller hat ja das gleiche Chassis zur Verfügung und ja, das Spannende ist immer, was der Hersteller da mit innen ausmacht. Komm, wir gehen nochmal raus und zeigen wir es nochmal. Hier sind wir drin, das Bett, wie du gesagt hast, riesengroß, 1,60 Meter Breite, das ist, glaube ich, in der Klasse sensationell. Ja, das ist eigentlich selten. Trotzdem hast du keinen Nachteil, also von der Geräumigkeit her. Wir gehen jetzt gleich mal rüber, wir zeigen euren Vermietpark, denn diese Fahrzeuge habt ihr auch in der Vermietung oder sind das? Wir haben ähnliche Fahrzeuge, vergleichbare Fahrzeuge in der Vermietung, ja. Denn ihr vermietet sogar große Morelos, da werden wir gleich mal drüber berichten. Ihr habt fast alle Fahrzeugklassen in der Vermietung. Wenn einer sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, der kann sich so ein ähnliches Fahrzeug mit fast dem gleichen Grundriss ausleihen. Genau, das kann er machen und das vergüten wir dann auch, wenn er dann hier wiederum kauft, mit 50% der Mietwagenrechnung. Wir sind in Osnabrück, zumindest mal in der Nähe, in Bissendorf und das Ganze sind wir bei Fäge und Wels. Er heißt Hobby Vantana On Tour Edition K60FT, ein Sondermodell mit TV-Navi und, 5,99 Meter, 2,5 Meter Breite, Höhe 2,74 Meter, eine Stehhöhe von 190 cm und er hat eine Truma Kombi 4 auf Gas, das heißt, die macht warmes Wasser und warm. Ja, die macht auch und warm. Hat Power. Also ich denke, für die Größe langt die 4 kW. 4 kW langt die. Völlig. Und demnächst, heute Nachmittag, werden wir nochmal höchstwahrscheinlich den filmen. Genau. Das ist, was ist das für ein Auto? Das ist der Vantana Deluxe, der K65 ET mit Längsbetten. Kriegt man den auch mit Maxi-Chassis? Ja. Das heißt, man könnte ihn später auch auflasten. Das ist wahrscheinlich ein 3,5 Tonner, der da? Das ist jetzt ein 3,5 Tonner, aber man bekommt das Maxi-Chassis hier nicht als 4 Tonner, sondern mit einer größeren Bremsanlage und einer höheren Zuglast. Okay, das heißt, der ist dann per se schon mal dafür vorgesehen, dass er auch mehr tragen kann. Genau. Ja, ich danke dir herzlich. Leo von Fäge und Wels. Danke. Tschüss. Tschüss.